Einen schönen guten Abend, liebe Gäste aus Esslingen und der Region, zu unserem gemeinsamen Esslinger Dialog gegen Hetze und Hass, Antisemitismus und Rechtsextremismus entgegentreten. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind zu dieser gemeinsamen Veranstaltung. Wir als Ihre Esslinger Abgeordnete sind der Überzeugung, dass der Antisemitismus und der Rechtsextremismus eine Bedrohung für unsere freie Gesellschaft sind, für unser Zusammenleben und das auf zwei Weisen. Einmal ganz konkret für unsere Sicherheit, wie wir jetzt wieder erfahren mussten nach dem antisemitischen und rechtsextremistischen Terroranschlag von Halle. Und wir erinnern uns sicherlich auch an den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke noch in diesem Jahr. Und Rechtsextremismus und Antisemitismus bedrohen unsere Art des Zusammenlebens, unsere freiheitliche Grundordnung und das Miteinander, indem sie versuchen, unsere Atmosphäre zu vergiften, unser Miteinander schwerer zu machen. Dem stellen wir uns entgegen und das machen wir gemeinsam als Ihre drei Esslinger Landtagsabgeordnete. Wir begrüßen Sie alle ganz herzlich. Es sind jetzt über 100 Gäste hier im Saal. Das freut uns sehr. Namentlich begrüßen ist nicht so einfach hier. Ich sehe jedenfalls viele kommunale Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, beispielsweise Frau Kemmler aus dem Kreistag, aus dem Gemeinderat, Frau Tittel, Herr Fritz, Herr Bertazzoni, Herr Freitag, Frau Hoffmann aus dem Gemeinderat von Eichwald, Herr Knapp und sicherlich viele weitere. Wir begrüßen unseren Polizeirevierleiter, Herrn Schweigert. Und Sie als engagierte Bürgerinnen und Bürger hier bei uns. Und wir begrüßen sehr herzlich unsere drei Referentengäste von heute. Ganz herzlich willkommen Dr. Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg. Michael Kaschi, Vorstandsmitglied der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg. Und den Publizisten Dr. Reinhard Otschanski. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Kollege. Ja, meine sehr gerne. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegin Andrea Lindler, liebe Kollegin Nicolas Fink, liebe Referenten und meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir kriegen das hin. Sie kennen das alle. Politiker haben meistens auf alles eine Antwort. Sie wissen, was sie sagen sollen, sind gut vorbereitet, gehen in eine Diskussion. Aber ich muss ehrlich gestehen, heute fehlen mir die richtigen. Ich wusste in Vorbereitung auf diese, ja, für Esslingen sicherlich ungewöhnliche Konstellation nicht, was ich heute Abend sagen soll. So oft schon waren wir alle schockiert, wir waren beschämt, wir haben die Übergriffe als Angriff auf uns alle gegeißelt. Die Andrea Lindner hat es gerade gesagt, nach Bekanntwerden der NSU-Morde, nach dem Anschlag auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke oder jetzt wieder auf den Anschlag in Halle. Und doch kehren wir, zumindest sofern wir zur Mehrheitsbevölkerung gehören, nach öffentlicher Diskussion und Anteilnahme immer wieder in unseren normalen Alltag zurück. Einen normalen Alltag, den es gerade so für unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht gibt. Denn es ist nicht normal, wenn vor jüdischen Kindergärten oder Gotteshäusern ein Polizeiauto steht. Es ist nicht normal, dass Juden in unserem Land Angst haben, eine Kippa zu tragen und damit öffentlich auch als Jude erkennbar zu sein. Es ist auch nicht normal, wenn auf jüdischen Friedhöfen Grabsteine umgestoßen und beschädigt werden. Es darf für uns einfach nicht normal sein, nicht zum Alltag hier bei uns in Deutschland werden. Und trotzdem, wie schockiert und beschämt sind wir, dass das alles schon zum Alltag bei uns in Deutschland gehört. Es ist nämlich Realität. Alles, was ich gesagt habe, was uns schockiert, passiert immer wieder.
Und deshalb, meine Damen und Herren, kommt es nicht darauf an, ob ich heute Abend die richtigen Worte der Betroffenheit in der Anteilnahme finde. Es kommt darauf an, dass wir als Demokratinnen und Demokraten hier mit einer Stimme sprechen. Eine Stimme, die Hass und Hetze eine klare Absage erteilt. Eine Stimme, die Antisemitismus und Rechtsextremismus entschieden entgegengetritt. Und diese Stimme sind nur nicht wir drei da vorne, sondern die sind wir, die sind Sie alle, die Sie heute Abend da sind. Und deshalb freue ich mich, dass Sie da sind und danke dir, Herr Winkler, für die Einladung, dass ich auch da sein kann. Vielen Dank. Liebe Andrea Winkler, lieber Andreas Deutschle, liebe Referenten, liebe Kollegen aus dem Kreistag, aus den Gemeinderäten, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Auch an einem heutigen Abend, finde ich, müssen wir ehrlich zueinander sein. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich eigentlich kein Freund davon, dass wir drei zusammen Veranstaltungen machen. Das liegt nicht daran, dass mir die Kollegen nicht sympathisch wären, ganz im Gegenteil. Der Grund, warum ich eigentlich kein Freund bin, wenn wir drei zusammen Veranstaltungen machen, liegt darin, dass ich finde, dass die Menschen erkennen müssen, dass es immer noch unterschiedliche politische Angebote gibt und die sich nicht nur am rechten oder linken Rand. Aber es gibt Momente und es gibt Zeiten, da muss man zusammenstehen. Da muss man politisch-strategische Überlegungen hinten anstellen. Und ich bin in den letzten Monaten sehr häufig gefragt worden, warum hast du dein Amt im beschaulichen Eichwald als Bürgermeister aufgegeben? Und bereust du es nicht? Und ich habe bei meiner Verabschiedung in Eichwald gesagt, ich wage diesen Sprung aus dem behüteten, sicheren Hafen der Kommunalpolitik in die Landespolitik auch deshalb, weil wir in einer Zeit leben, in der man für diese Demokratie einstehen muss. Auch wenn man dafür seine persönliche Komfortzone verlassen muss. Und das heute ist so ein Beispiel dafür. Und wenn es viele vor einem Jahr nicht verstanden haben, was ich denn damit überhaupt in der Realität und konkret gemeint habe, dann haben uns die letzten Tage und Wochen wieder sehr deutlich gezeigt, worum es geht. Es geht darum, zusammenzustehen. Es geht darum, tatsächlich auch als Demokratinnen und Demokraten Zeichen zu setzen. Und ich war schon verwundert, als ich mich dann, wir hatten den Herrn Dr. Bummel mit seinem Thema vor kurzem im Landtag, wir haben den Bericht des Antisemitismusbeauftragten im Landtag gemeinsam debattiert und diskutiert. Und das war nach diesen schrecklichen Ereignissen. Und selbst da ist teilweise noch die Frage aufgeworfen worden, brauchen wir überhaupt einen Antisemitismusbeauftragten? Braucht das Land Baden-Württemberg das? Und die klare Antwort ist ja, und zwar dringender als je zuvor. Und wir brauchen auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und deshalb ist es schon wichtig, dass wir drei das auch vorleben und zeigen. Man kann unterschiedlicher politischer Ansicht sein. Das müssen wir sogar in einer Demokratie. Aber wir müssen klare Grenzen ziehen. Und wir müssen uns für Anstand einsetzen auf allen Ebenen. Und deshalb, liebe Andrea, bin ich dir sehr dankbar dafür, dass du den Essinger Dialog geweitet hast, dass wir diese Veranstaltung heute gemeinsam begehen. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr starkes und gutes Zeichen, wenn ich heute in Ihre Reihen schaue. Und das ist auch meine herzliche Bitte. Nehmen Sie das mit, dass der Besuch einer solchen Veranstaltung gut, richtig und wichtig ist. Aber viel wichtiger ist, dass wir gemeinsam laut werden, dass wir hinstehen und dass wir nicht zulassen, dass diese Entwicklung, die wir in unserer Gesellschaft erleben, weitergeht. Das, was wir in scharfer Form beim Antisemitismus erleben, zerstört unsere Demokratie insgesamt. Und insbesondere die sozialdemokratische Geschichte weiß sehr genau, was das bedeutet, wenn es irgendwo anfängt und man es nicht stoppt. Und deshalb lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir zusammenhalten, dass wir uns informieren, dass wir miteinander sprechen und dass wir aber auch klare Grenzen ziehen, da wo wir sagen, bis hierhin und nicht weiter. Heute Abend setzen wir mal wieder ein starkes Zeichen. Dafür bin ich dankbar und ich freue mich auch auf alle weiteren, dann auch gemeinsamen Veranstaltungen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag und freue mich auf eine gute und spannende Diskussion mit Ihnen. Seien Sie herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann darf ich Sie auch durch den nächsten Teil des Abends führen und
kurz sagen, was wir heute machen. Und zunächst hören wir einen Input von Dr. Michael Blume. Dann werden wir hier auf dem Podium diskutieren und dann mit Ihnen allen zusammen.